zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Karsnudeln, das ist ein österreichisches Rezept. Und dafür benötigen wir Bandnudeln, Bergkäse, Butter, Emmentaler, Graukäse oder wir haben heute Gouda genommen, weil wir keinen Graukäse gefunden hatten in dem Supermarkt, wo wir heute waren. Dann brauchen wir noch Hüttenkäse, Milch, etwas Schlagsahne, Salz und Pfeffer, Schnittlauch und Zwiebeln. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Begonnen habe ich damit, die Nudeln al dente zu kochen. In der Zwischenzeit können wir uns dann schon um den Käse und die Zwiebeln kümmern. Die Zwiebeln werden in kleine Stückchen gehackt und der Käse wird mit einer Reibe gerieben. Tadpole, squiggle in the water. Tadpole, dancing toward the light. Alle drei Hartkäsesorten werden dann mit dem Hüttenkäse gut vermengt. In der Zwischenzeit sind dann auch die Nudeln al dente und können abgegossen werden. Dabei solltet ihr sie nicht abschrecken, denn sie werden dann gleich weiterverarbeitet. Im nächsten Schritt geben wir Milch und Sahne in einen Kochtopf, vorzugsweise denselben, in dem ihr die Nudeln gekocht habt. Die Flüssigkeit wird dann gut mit Salz und Pfeffer gewürzt und dabei aufgekocht. Wenn Sahne und Milch kochen, könnt ihr den Käse dazugeben. Dann warten wir kurz, bis der Käse geschmolzen ist. Können wir dann schon in einer Bratpfanne etwas Butter erwärmen und darin die Zwiebel braun anbraten lassen. Der Käse ist dann mittlerweile auch geschmolzen, sodass die Nudeln hinzugefügt werden können. Die Nudeln rühren wir noch 2-3 Mal kräftig um, bevor wir sie schließlich in die Auflaufform geben. Auch die Zwiebeln haben dann mittlerweile eine schöne Farbe bekommen und werden über die Nudeln gegeben. Der Auflauf wird dann in einem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für 15 bis 20 Minuten überbacken. Und dann sind wir auch schon fertig. Die Schichtnudeln könnt ihr mit als auch ohne Schnittlauch servieren, falls jemand keinen Schnittlauch möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, bon Appetit und bis bald. Tschüss!